my hands and think about the things I've said and done. I've been alone sometimes, but always I kept in mind what's wrong. It's not that your dreams are the best to show you where to go. I've learned my rule, and now I know that I will take it slow. I'll take it slow. I've been trying to find my way, and now I know that this is just not the place where I will stay. Why go home? Why go home? There's nothing that holds my soul onto here. I go home, yeah, whoa, I go home. The way back down makes me fear that I will fear. I've been so restless that I didn't see the time to stay. I couldn't hold back the feeling that kept me on my way. The people I met were gone in the second they showed up. And all these new places couldn't get me closer to the top. I've been trolling to find my way, and now I know that this is not the place where I will stay. Why go home? Why go home? There's nothing that holds my soul onto here. I go home, yeah, whoa, I go home. No way back down makes me feel. Die Idee, hier in der JVA auszustellen, ergab sich durch den Kontakt mit einer Künstlerin, die schon bei unserer letzten Ausstellung dabei war. Einfach im Gespräch, und wir haben uns darum bemüht und haben es tatsächlich geschafft. Und es war ein langer, steiniger Weg, aber wir hatten das große Glück, hier ausstellen zu können. Wie man sieht, sind wir hier bei der Polizei. Zellnummer 110. Und da gehen wir jetzt mal rein. Jetzt sind wir in diesem wunderschönen Raum und man sieht also da ein ganz tolles Bild direkt gegenüber der Tür. Das ist unser Fenster mit den vielen Gefangenen dahinter. Die Künstler haben auf ihre eigene Art und Weise das Thema so toll interpretiert. Freigang, Kunst im Knast. Das ist wirklich ganz bewundernswert, was dabei rausgekommen ist. Toll. Diese Kunstwerke sind von Emanuel Zarro. Das ist das Thema Malerei. Aber wir haben natürlich unter den 58 Künstlern alle Genres der bildenden Kunst. Das ist die Bildhauerei, das sind Installationen, das ist Fotografie, das ist, was haben wir noch, Graffiti haben wir dabei. Es ist so vielfältig, da gibt es richtig viel zu sehen. Hallo, mein Name ist Ute Wöhle. Ich bin Malerin und Bildhauerin und habe mich hier in dieser Zelle mit dieser Enge und der Hoffnungslosigkeit auseinandergesetzt und mit den Fragen auch, die sich so ein Gefangener stellt. Und gerade bei diesem Bild habe ich halt dieses
hoffnungsvolle und allerdings auch hoffnungslose. Man kann beides drin sehen, mit diesem Blick aus dem Fenster gemacht, gemalt. Und es war mir halt sehr wichtig, dass es halt so rüberkam. Deswegen auch nur Schwarz-Weiß-Malerei und keine bunten Farben, sondern ja, dieses Trostlose halt beibehalten. Ja, und diese Hoffnungslosigkeit drückt sich auch in diesem Strick wieder, den ich am Rhein eigentlich gefunden habe, ein Fundstück vom Rhein, ein Teil eines Seiles, und das habe ich nicht verändert, das habe ich genauso genommen, halt an die Decke gepinnt. Also der Strick symbolisiert auch diese Hoffnungslosigkeit, aber er darf keine Lösung sein. Und wenn die Sträflinge hier rauskommen, dann was ist dann und wohin dann? Und es ist dann auch von der Gesellschaft, für die Gesellschaft ist es auch schwer, sie aufzufangen und ihnen Halt zu geben. Und das, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem für die Sträflinge, ja, auf diesem Eis des Lebens wieder Fuß zu fassen. Thank you.
In meinen Arbeiten geht es meist darum, dass ich mich mit der Realität auseinandersetze und in Träumen daraus entfliehe. Hier zum Beispiel das Schiff, das heißt Dein Kampf. Da geht es um das Leben eines jeden Einzelnen, von der Geburt an bis zum Tod, ist hier auf dem Schiff komplett dargestellt, mit allen Kämpfen und Lebensphasen im Leben, die man zu meistern hat und selber auch beeinflusst. Dieses Bild, da geht es um die Familie, um Stolz, um Manipulation und Gefahr. Hi, ich bin der Benny. Willkommen in meinem Raum. Ich wollte meinen Flair aus meinem Zuhause mitbringen, deswegen steht auch meine Couch hier. Und so sieht's halt aus, wenn ich zu Hause bei mir arbeite. Dementsprechend ist jetzt zu Hause sauber. Ja, und ich bin der Meinung, dass die Menschheit seit 10.000 Jahren malt und ich suche mir halt eine andere Ausdrucksweise. Deswegen sammle ich ganz viel Kram, was ich dann zu einer Geschichte zusammenbaue oder zu mehreren. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Joe Hennig, einer der ausstellenden Künstler hier auf dieser Ausstellung Freigang Kunst im Knast und einer der Mitbegründer der Internetplattform Düsseldorfer Künstler. Ich befinde mich hier in meiner eigenen Installation. Ich bin bekennender Graffiti-Sprüher und setze mich hier mit meiner Vergangenheit auseinander. Was passiert wäre, wenn ich weiter gemalt hätte, was man hier sehen kann. Aber auch neuere Werke, wie hier dieser Obelisk anmutende Totempfahl, der aus Flächen besteht. Andere Schaffensbereiche von mir sind im Bereich Grafik und Illustration, wie hier von Killer Kallis, das Poster, was ich vor einiger Zeit illustriert habe. Und ich sehe das hier so als eine Art, ja, als meine eigene Zelle. Also was wäre, wenn ich hier sitzen würde, wie würde ich mir das herrichten? Und das ist dabei rumgekommen. Hallo, mein Name ist Timo Klein, wir sind bei Freigang. Ich befinde mich hier in einer Gemeinschaftszelle für zwei Personen. Mein Thema Cityscapes, City Escapes. Ich war in Südostasien unterwegs und habe dort Großstädte fotografiert, Landschaftsaufnahmen von Großstädten quasi gemacht. Und hier sieht man zum Beispiel in Bangkok den Lumpini Park, eine der wenigen Freiflächen, die es noch gibt. Was für mich der Freigang ist in diesen Bildern oder die Gefangenschaft zugleich, ist, auf diesen Gebäuden kann man sich nicht bewegen, wo ich gestanden habe. Rechts und links ist man gefangen. Eine andere Form der Gefangenschaft in Asien ist zum Beispiel hier hinten zu sehen, Saigon Pearl, einer der teuersten Wohngegenden in Saigon. Große Frage ist hier, in Europa findet der Weg zum Einfamilienhaus wieder statt. In Asien wächst man nur noch nach oben, nicht mehr in die Fläche und befindet sich hier doch wieder in absoluter Anonymität zugleich. Ich bin der Jochen Rolfes, ich bin Werbefotograf, bin spezialisiert auf Porträts und bin zum ersten Mal heute im Gefängnis. Hier hängen freie Arbeiten von mir. Bekannte Leute, unbekannte Leute, sehr bekannte Leute. Und in den letzten zwei, drei Jahren habe ich mit dem Jürgen Weber zusammen eine Serie gestartet, Body Art, Geschichten, die hier auch in verschiedenen Größen aushängen. Mein Name ist Jürgen Weber. Ich habe das Glück, dass ich bei dieser Ausstellung einen der großen Räume zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aus diesem Grunde hatte ich die Möglichkeit, auch die Vielseitigkeit meiner Arbeit ausstellen zu können. Zum einen stelle ich hier einige meiner Bronzeskulpturen aus. Zudem stelle ich hier aus meiner Bibelserie aus und da insbesondere auch Bilder zu dem Thema Gefangenschaft. Auf der anderen Seite dieses Raumes werden Arbeiten gezeigt, die ich zusammen mit dem Fotografen Jochen Rolfes erarbeite. Und das sind unsere Fotografien zum Thema Body Art.
möchten uns herzlich bedanken bei der Stadt Düsseldorf, beim Land NRW und beim Kulturamt für die finanzielle Unterstützung. Außerdem beim BLB, die uns ermöglicht haben, hier in dem Gebäude auszustellen. Ohne die wäre das gar nicht möglich gewesen. Da sind wir sehr, sehr froh über die gute Zusammenarbeit und hoffen, dass wir auch in nächster Zeit vielleicht noch einige nette, interessante Aktionen machen können, wo dann genauso viel Resonanz ist wie heute hier.